Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Let's Play. Und zwar wollen wir heute spielen Rise of the Tomb Raider. Ja, und zwar war das jetzt im Angebot bei Steam für 25 Euro statt für 50. Da sollte jeder zuschlagen, der es mal gespielt haben sollte, wollte. Oder so. Okay, auf jeden Fall fangen wir mal an. So. So, ich habe es natürlich schon mal getestet. Wir fangen aber wieder von vorne an. Wir nehmen Tomb Raider, das ist der normale Schwierigkeitsgrad. Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen. Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen! Sie hören auf! Kein Geld der Welt ist das wird der sie aus durch dem diese Vorgänger? Teil? Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ja. Natürlich. In Sibirien? Ich weiß. Du solltest hierbleiben, bei ihm. Keine Chance. Ja, es geht sofort los, wie es bei Tomb Raider gehört. Ich habe auch gehört, man sollte die Vorgänger erstmal gespielt haben. Denn das setzt gewisse Erfahrungen bereits voraus. Warte, bis du das siehst, Lara. Nimm meine Hand. Danke. Wenn es denn stimmt. Sieh dir das an. Fantastisch. Aber der Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. Der Weg führt den Berg auf. Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Okay, lass uns vorsichtig sein. Dieser Wind ist Wahnsinn. Wir müssen einfach weiter. Ist ein bisschen kalt. Hey, selbst wenn wir hier nichts finden, der Dad wäre stolz auf dich. Ich weiß. Aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Oh, Scheiße! Alles okay? Hab den Halt verloren. Geht schon. Ich bin hier! Ich klettere runter und hol dich! Nein! Das ist zu gefährlich! Ich klettere wieder rauf! Bist du sicher? Bleib einfach da! Da kommen wir wohl nicht hoch, es ist ein bisschen glatt. Oh, die Eisbücher. Jetzt sind schon zwei. Der Vorgänger hatte immer nur einen. Zwei sind besser als einer. Ja, man fühlt sich sofort wieder zu Hause, also ja. Ich arbeite hier mit den Erfahrungen aus den Vorgängern auf jeden Fall. Ich muss rüberspringen. Ja, okay. Jetzt nimm meine Hand. Hab dich. Shit, Lara. Du verpasst mir noch einen Herzinfarkt. Bist du okay? Ja. Los, komm. Da müssen wir wohl durch. Ich
habe einmal Tomb Raider 1 Demo auf PC gespielt. Vorher immer nur Konsole. Nicht schlecht. Und es ist... Es fühlt sich wieder genauso an. Glaubst du echt, wir finden die verlorene Stadt? Ich weiß, wie die Chancen stehen. Aber laut dem alten Fährtenleser gibt's nur ihn in diesen Bergen. Wenn ich eine verlorene Stadt verstecken wollte, würde ich mir auch so einen gottverlassenen Ort aussuchen. Hoffentlich ist Trinity uns nicht zuvorgekommen. Der Sturm kommt näher. Kommen Sie, Monsieur. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel. Rummeln Sie! Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Bleib recht stabil zu sein. Aber bleib nah an der Wand. Okay. Von hier müssen wir klettern. Pass auf das Eis, auf das runterfällt. Okay, bereit? Legen wir los! Kommt er? Er kommt. Wow, hier ist jede Menge lockeres Eis. Gehen wir es langsam und ruhig an. Bleib an mir dran. Wow. Achtung! Oh, Scheiße! Das war knapp! Steuerung ist etwas vereinfacht. Scheiße! Ich bin dein Anker. Schaffst du's rüber? Ich schaffe das! Wow! Ach du Scheiße! Das war knapp. Ich glaub nicht, dass ich so weit schaffe. Bleib da! Ich mach für dich ein Seil oben fest! Okay! Du hast geschafft, Laura. Du packst es. Die Musik gefällt mir nicht, meine Herren. Oder mein Herr. Die Musik mag ich nicht. Ich hab dich! Lara! Kannst du mich hören? Ja. Ich zieh dich wieder rauf! Fuck! Da! Da drüben! Schnell! Schnell mich zur anderen Seite! Ja, los! Ja, nur kein Druck hier. Ich kann dich nicht halten. Das Seil runter. Machen's aber spannend. Halleluja. Der Schnee! Oh nein! Geh zurück, Jonah! Such dir Schutz! Wie hat man
aber auch keine Verschnaufpause. Das geht hier. Rucki zucki. Oh. Also gerade eben, ne? Hätte besser laufen können. Oi, oi. Das war aber knapp. Ich glaube, da musste ich mich doch beeilen. Das war zu früh gesprungen. Da hat sie dann doch erwischt. Üble Lawine. Zwei Wochen zuvor. Wetten, wir kommen wieder am Ende des Spiels zu dieser Stelle oder so. Also die Grafik ist ja mal bombig. Es ist die größte Grausamkeit des Lebens, dass wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden. Wir altern, wir verfallen, wir sterben. Aber was lassen wir zurück? Knochen? Staub? Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut das. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich, beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Oh Gott, das tut mir echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hat dich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war... verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er.
Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das Grab ist in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein! Das ist Irrsinn! Krieg dein Leben in den Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. Also aus dem Vorgängerteil wissen wir ja schon, dass es schon so etwas wie viele im Tomb Raider-Universum gibt. Also das ist definitiv etwas dort. Hey, wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist nichts. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld. Hier stimmt was nicht. Das ist nur die örtliche Kraft. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die haben besser bezahlt. Sie... Guter Gott! Scheiße, die sollten doch nicht auf uns schießen! Bringen Sie uns hier raus! Shit! Oh, nein! Lustig ist, das Navi hat dasselbe Interface wie das Spiel selbst. Nett gemacht. Jetzt nicht mehr. Und sie fällt schon wieder. Nordwestgrenze Syrien, ja, ist klar. Gut. Aber meine Herren und Damen, da ist das eine Grafik. Moment. Darüber gab es doch etwas in Dads Aufzeichnung. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Oder bomben sie sich weg da. Wow. Hey Junge. Die hat ihre Klimmzüge gemacht. Irgendwas ist hier. Okay. Könnte es das wirklich sein? Also das sieht wirklich verdammt nice aus, muss ich mal sagen. Ich würde sagen, das soll es für das erste Video gewesen sein. 1000 Jahre alt, mindestens. Passt alles zusammen. Ja, ich würde sagen, das soll es für das erste Video gewesen sein. Es war schon ein beeindruckendes Intro von den Spieleentwicklern. Dann haben die echt was Gutes geschaffen. Naja, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Und tschüss.